Wow, ehrlich? Ich soll eine Wohnung kriegen? Jetzt so von der Straße, zack, ab, in eine Bude? Ja, geil. Okay, mache ich mit. Ja, das hier ist mein Schlüssel. Insgesamt komme ich auf 11 Jahre Straße. Ich bin auch einmal wieder aus der Obdachlosigkeit rausgekommen, habe wieder einen Job gehabt, wieder eine Wohnung. Dann wurde ich wieder obdachlos. Also es war bei mir immer ein Hin und Her. Ich habe eine lange Drogenkarriere hinter mir. So, ich war 20 Jahre abhängig von Heroin, bin jetzt seit 4 Jahren clean, bin jetzt seit ein paar Monaten sauber vom Alkohol auch. Ich war obdachlos, nachdem ich nicht mehr konnte von meinem Beruf und dann alles verloren habe. Und die Leute von der Habersaatstraße-Initiative mich herzlich aufgenommen und haben mir zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt einen Wohnraum gegeben, den ich vorher noch nie hatte. Letztendlich wurde ich dann am Alex angesprochen von der INI. Leerstand habe ich satt und die hatten mich ja mit einem anderen Mädchen, das bei uns Platte macht, ja, und fast meine ganze Platte eingeladen. Ja, habt ihr nicht Bock, ein Haus mit zu besetzen? So, dann sind wir zum Bezirksamt gefahren, haben da unsere Anträge ausgefüllt, wir wurden auf die Warteliste gesetzt und hätten dann schon letztes Jahr im Dezember, also Ende Dezember einziehen können. Wir haben aber Silvester noch dann unter unserer Brücke verbracht und also alle zusammen, weil auch ein paar Leute da gar keine Lust drauf hatten, hier mit einzuziehen. Mir tut das gut. Ich bin in meinem kleinen Reich. Zum Beispiel an Tagen, wo ich total den Suchtdruck habe, ja, gehe ich nicht aus dem Haus. So, das habe ich mir jetzt so angewöhnt. Da rufe ich lieber beim Nachbarn an. Kannst du mir eine Flasche Wasser vorbeibringen oder ein Brot, wenn ich unbedingt was zu essen brauche und nicht zu Hause habe oder Tabak oder keine Ahnung, was auch immer. Ich muss mich in die Kreise nicht mehr begeben. Also ich muss nicht auf der Straße mit den Leuten zu tun haben. Seitdem ich in diesem Projekt bin und auch wieder Kontakt zu einer ganz anderen Gruppe von Menschen habe, also ich möchte nicht sagen Normalbürger oder sowas, ja, aber sind halt keine Junkies, keine Straßenkinder oder sonst irgendwas, mit denen ich sonst in der letzten Zeit zu tun hatte. Viele sind auch sehr alternativ, was ich früher auch war, so im Denken, im Handeln, im Umgang mit anderen Menschen. System ist für die Katz. Okay, na dann. System war schon immer scheiße. Ja, jetzt fange ich so an. Hier wohnen Leute. Nein. Es gibt unterschiedliche Menschen hier, Leute, die sich komplett vielleicht auch zurückziehen und ihre Ruhe haben wollen und wieder so ein bisschen in ihr Leben reingehen, so wie ich zum Beispiel, der ja wieder in die Gesellschaft wieder hinein möchte, eine Ausbildung machen will und Geld verdienen möchte. Und dann gibt es auch noch einen Kern, der halt hier so dieses Straßenfest organisiert und auch ein bisschen mehr involviert ist im Haus. Und dann gibt es halt Leute, die halt nicht ganz so cool sind. Dass nicht alle gleich mitmachen werden, das wusste, glaube ich, jeder, weil es ging ja darum, dass Menschen einen Wohnraum haben und die Leute sich dann dadurch dann auch vielleicht sogar politisieren. Wenn das hier vorbei ist, ich habe keinen Plan B, ja, dann ist es halt wieder so. Aber ich denke, wenn so viele Jahre wie ich abhabst auf der Straße, also jetzt fast 11, ja, dann bist du schon gewohnt. Da muss ich halt nochmal von vorne anfangen. Wäre zwar schade und traurig drum, ja, weil ich dann wieder die Angst habe, wieder rückfällig mit Alkohol zu werden. Das ist das Erste, weil so kann ich mich aus den Kreisen fernhalten, wenn ich nicht stabil genug bin, ja, und meine Tür hinter mir zumachen.
erste Mal, wo wir diesen Brief bekommen haben und innerhalb von 3 Tagen ausziehen sollten, klar, da ist mir auch die Muffe gegangen, so, wohin mit meinen gespendeten Möbeln, wohin mit meinem Eigentum, wie organisiere ich das? Du willst ja nicht mehr aufgeben von dem, was du jetzt wieder erarbeitet hast. Ich habe so oft von null angefangen, ja. Ich habe keinen Bock mehr von null anzufangen. Ich fühle mich hier pudelwohl, ich bin wieder ausgeglichen, wieder fröhlich. Mir macht das Spaß hier, auch für das Haus, mit dem Haus zu arbeiten. Auch ich habe ein Jobangebot bekommen, ja, ich könnte wieder Kellnern gehen. Ist aber im Moment nicht drin, ne? Ich würde ja gerne wieder so irgendwie was machen.